Explosionen, austretende Radioaktivität und eine offenbar beginnende Kernschmelze. Die Nachrichten aus dem Atomkomplex Fukushima sind besorgniserregend. Frage 1. Wie hoch ist die Alarmstufe zurzeit? Dazu hat die Internationale Atomenergiebehörde eine Skala von 0 bis 7 entwickelt. Mit 7 und der Einschätzung katastrophaler Unfall wurde bisher nur der Super-GAU von Tschernobyl bewertet. Das Unglück von Harrisburg 1979 wird mit 5 als ernster Unfall eingestuft. Fukushima gilt bislang als Unfall der Kategorie 4. Störfälle in Deutschland haben bislang nie die Stufe 0 überschritten. Frage 2. Welche Gebiete sind bisher belastet? Die japanische Regierung hat eine Sperrzone von 20 Kilometern rund um das Atomkraftwerk Fukushima gezogen. Das Gebiet innerhalb dieses Radius wird komplett evakuiert. Die austretende Radioaktivität war bislang Richtung Meer gezogen. Dreht der Wind, muss die Sperrzone wohl auf bis zu 100 Kilometer erweitert werden. Doch schon jetzt ist die Evakuierung kompliziert. Es ist natürlich sehr schwierig, die Menschen zu isolieren oder wegzubringen aus den Regionen, weil es im Moment ja keine Wege gibt, um in anderen Regionen umzusiedeln. Frage 3. Wie hoch ist die Strahlung? Die Betreiberfirma legte heute frische Zahlen vor. Strahlenbelastung wird in Mikrosievert gemessen. Die Strahlung rund um das Atomkraftwerk liegt bei 751 Mikrosievert pro Stunde. Zum Vergleich, die natürliche Strahlenmenge unserer Umwelt liegt bei 0,3 Mikrosievert und ist damit 2500 Mal geringer. Die Dosis in Japan ist nicht tödlich, gilt aber als krebserregend. Frage 4. Drohen Auswirkungen in Deutschland? Experten sind sich einig, eine radioaktive Gefahr besteht nicht. Das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Da haben wir ja 8.000, 9.000 Kilometer Russland dazwischen. Auch eine Belastung etwa von Pazifikfischen ist unwahrscheinlich. Im Wasser dürfte sich der radioaktive Niederschlag extrem verdünnen.